Israel führt seine Kriege in Gaza und im Libanon auch mit deutschen Waffen und mit deutschem Geld. Und damit all das so weitergehen kann, wird die SPD im Bundestag jetzt einen Antrag des BSW auf Stopp aller Waffenlieferungen nach Israel eingestellt. Wieso die SPD es für so eine gute Idee hält, eine rechtsradikale israelische Regierung bei ihrem wirklich brutalen Kriegen weiter zu unterstützen, das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Zwischen Israel und den Palästinenserinnen und Palästinensern ist zweifellos einer der komplexesten Konflikte weltweit. Er polarisiert und verstellt Lösungsperspektiven leider auch für andere Konflikte bis hin in unsere Gesellschaft. Und das eben auch schon vor dem brutalstmöglichen und perfiden und auch inszenierten terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober. Dieser Deutsche Bundestag steht unverbrüchlich als Vertretung Deutschlands an der Seite des Staates Israel. Jüdinnen und Juden brauchen eine Heimstatt, einen Ort. Ja, ihr habt es gerade gehört. Israel führt gerade einen Völkermord in Gaza durch. Netanjahu hat dem Libanon schon mit einem weiteren Völkermord gedroht. Deutschland steht unverbrüchlich an der Seite Israels. Und schauen wir mal so, was israelische Minister so sagen. Also Bezalel Smotrich, der israelische Finanzminister, meinte beispielsweise, es wäre schon gerechtfertigt und moralisch auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn Israel die 2 Millionen Bewohner von Gaza verhungern lassen würde. Und wenn es alle Lebensmittellieferungen einfrieren würde und warten würde, bis diese 2 Millionen Einwohner von Gaza verhungert wären. Also Smotrich hielt einen Völkermord für moralisch gerechtfertigt. Der einzige Grund, warum Israel nicht durchführt, ist laut Smotrich, dass das international nicht so gut ankäme. Also, ihr sagt wirklich, der israelische Finanzminister, ich würde gerne alle Palästinenser in Gaza gerne umbringen. Nur leider hat da die internationale Gemeinschaft was gegen. Und solche Leute beliefern wir gerade mit Waffen, während sie im Gazastreifen gerade einen Völkermord durchführen. Ja, Deutschland steht unverbrüchlich an der Seite Israels. An dem sie sich sicher fühlen können. Das würde übrigens auch gelten, wenn wir nicht die historische... Also wo fühlen sich Jüdinnen und Juden sicherer als in einem Staat, der sich im permanenten Kriegszustand mit fast allen seinen Nachbarn befindet? Also viel sicherer kann man gar nicht sein. Schuld des Holocaust auf uns geladen hätten. Aber vor dem Hintergrund eben dieser historischen Verantwortung bekräftigen wir das mit dem Begriff der Staatsräson. Und deshalb unterstreichen wir das Selbstverteidigungsrecht Israels gegenüber Staaten in der Region, und die gibt es leider, die Israel am liebsten von der Landkarte tilgen würden und wird verteidigen. Also, es gibt ein Verhandlungsangebot, was seit über 20 Jahren auf dem Tisch liegt, von über 50 muslimischen Nationen, die alle gesagt haben, wir sind bereit, das Existenzrecht Israels anzuerkennen, wir sind bereit, normale diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Wenn Israel sich ans Völkerrecht hält, wenn Israel sich aus den seit 1967 besetzten Gebieten zurückzieht. Israel hat das Verhandlungsangebot bis heute nicht angenommen. Und Israel wird das auch nicht annehmen, weil es der rechtsradikalischen israelischen Regierung um die Verwirklichung des Groß-Israel-Projektes geht. Weil sie am liebsten alle Palästinenser, die in dieser Region leben, vertreiben würde. Ja. Auch das Selbstverteidigungsrecht gegenüber der Hamas. Die Zusage der Staatsräson, das ist allerdings auch klar, gilt gegenüber dem Staat Israel. Sie kann nicht gegenüber einer israelischen Regierung gelten, die durchaus auch Widerspruch von uns, auch von der Mehrheit dieses Hauses bekommt. Deshalb kritisieren wir die israelische Regierung auch dann, wenn sie eben nicht in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung arbeitet. Wir kritisieren es, wenn jedenfalls Teile der israelischen Regierung... Der Likud, der gemäßigtere Koalitionspartner in der israelischen Regierungskoalition, hat in seinen Gründungspapieren stehen, dass es keinen palästinensischen Staat geben darf. Das ist die offizielle Haltung des Likuds, seitdem er gegründet wurde. Das ist nicht irgendwie etwas Neues, was in die israelische Politik reingekommen wäre. Neu sind tatsächlich solche Faschisten wie Bezalel Smotrich oder Itamar Ben-Gvir. Aber diese Einstellung, dass man einen palästinensischen Staat verhindern will, die ist in der israelischen Rechten Konsens. Das ist nichts Neues. Regierung, Vertreibungspläne von Palästinenserinnen und Palästinensern im Allgemeinen im Gazastreifen haben. Wir kritisieren die israelische Regierung, wenn militärisches Handeln vollkommen unverhältnismäßig ist. Und wir haben deswegen auch den Angriff
auf Rafah kritisiert. Wir kritisieren das, wenn humanitäre Hilfe, obwohl es besser läuft. Wir kritisieren das, aber wir liefern Waffen. Aber immer noch an vielen Stellen nur sehr schleppend erfolgt und es eigentlich nicht verständlich ist, warum das so ist. Und wir kritisieren übrigens auch, und der Menschenrechtsausschuss hat sich gestern damit beschäftigt, wenn es Berichte gibt, glaubhafte Berichte darüber, dass es in israelischen Gefängnissen schreckliche Behandlungen von Gefangenen und von Kriegsgefangenen gibt. Was die Frage der Waffenlieferung betrifft, wissen auch die Antragstellenden, dass die Frage von Waffenlieferungen, die zur Kriegsführung im Gazastreifen dient, zurzeit gar nicht ansteht. Wir wollen natürlich nicht, niemand. Das ist eine gute Ausrede. Also wir kritisieren das, was Israel da macht. Ja, wir finden das nicht gut. Wir geben so manchmal so halbherzige Statements raus. Ja, Völkermord ist nicht schön. Aber wer behauptet, dass Israel das machen würde, der ist ein Antisemit. Aber ja, wir finden das auch nicht schön, was Israel da macht. Aber wir kritisieren das so deutlich. Also, aber Waffen liefern müssen wir auf jeden Fall weiter. Beziehungsweise das ist eine Frage, über die wir gar nicht erst sprechen wollen. In diesem Hause will, dass mit Waffenlieferungen aus Deutschland Kriegsverbrechen, massive Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Wir müssen aber auch wissen, und das muss man beantworten, dass die militärische Ausstattung Israels grundsätzlich notwendig ist. Und wenn wir das nicht machen würden, dann muss man ganz klar sagen, würde der israelische Staat in dieser Region nicht überleben können. Das stimmt nicht. Israel führt diesen Krieg in Gaza und hat alle Verhandlungsangebote der Hamas auf Freilassung aller Geiseln abgelehnt. Israel hat diese Bodenoperation im Libanon begonnen. Israel hat Nasrallah getötet, obwohl die Hezbollah zu einem Waffenstillstand bereit war. Israel will keinen Frieden. Die israelische Regierung, der geht es darum, ihr Groß-Israel-Projekt umzusetzen. Also Smotrich hat ja auch schon gesagt, Jerusalem könne auch bis Damaskus reichen. Es geht dieser Regierung um aggressive territoriale Expansion. Und das befeuern wir mit unseren Waffen und mit unserem Geld. Und deswegen ist es falsch, pauschal Waffenlieferungen ausschließen zu wollen, zumal, wie ich es gerade schon deutlich gemacht habe, und Sie wissen das auch, im Moment Waffenlieferungen gar nicht anstehen. Deswegen sollten wir uns auf die Dinge... Das ist Bullshit. Olaf Scholz hat gerade neue Waffenlieferungen nach Israel angekündigt. Das ist einfach kontrafaktisch. Konzentrieren, die jetzt anstehen, die Erfolgsversprechen sind. Wir haben den Plan für einen Waffenstillstand von Joe Biden vorliegen, mit der Unterstützung des UN-Sicherheitsrats inklusive der Freilassung der Geiseln. Und es ist eben jetzt dringend notwendig, dass wir in eine Situation kommen, wo die Waffen schweigen, damit wir endlich wieder zu politischen Lösungen in der Lage sind. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank an die SPD für die Unterstützung des Völkermords in Gaza. Aber hey, wir liefern Waffen, wir liefern Geld. Aber Und wir kritisieren das, aber ja, das sind Reden deutscher Politiker. Ich liebe es.